Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Und zwar steht ja die Season 2.0, die steht so gut wie vor der Tür und es gibt so ein paar Sachen, abgesehen von natürlich ne, den Projekten, die im Moment da sind, die Rückblendprojekten, wo ihr nochmal ein paar Exos farmen könnt etc. pp. Das Ganze läuft bis die neue Season startet und endet dann hier mit dem Wächter-Event, was jetzt verfügbar ist, in 2 Tagen und dann dem Goldene Kugel-Event. Danach geht's dann los. So, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich euch vorschlagen könnte, die euch eventuell ein bisschen besser vorbereiten auf das, was in der Season 2.0 kommt. Dass ihr noch zusätzlich ein bisschen was zu machen habt, wenn nicht schon geschehen. Und zwar, passt auf, Tipp Nummer 1, sammelt Materialien. Materialien, eigentlich was ganz Normales, aber farmt euch ein bisschen mehr Materialien. Schaut, dass ihr die so gut es geht voll habt. Ne? Das heißt, Sachen klein machen und da kommen wir gleich aufs Know-how auch nochmal zu sprechen. Macht Sachen klein, schaut, dass ihr die Materialien so hoch wie möglich habt. Das macht es euch natürlich deutlich einfacher in der neuen Season. Auch das neue Gear, das ihr bekommt, über die Season und so, das direkt hoch zu pushen und umzurollen, dass ihr da keine Probleme habt. Deswegen gebt ihr Kram nicht so viel aus, spart euch gut was an Ressourcen und somit könnt ihr dann besser loslegen. Was natürlich auch super ist, um die ein bisschen schneller aufzufüllen, ist je nachdem, welche SHD-Stufe von der Uhr ihr habt. Ich sag mal so, ihr solltet schon so 2500 haben, so mal mindestens, dass es sich auch wirklich lohnt. Wenn ihr dann einen neuen Charakter erstellt und den auf Level 40 hochzieht, dann könnt ihr die ganzen restlichen Punkte in diese Plünderpunkte reindrücken und könnt damit auch die Ressourcen hier ne, nochmal extra hochpushen. Ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, sollte euer Charakter schon entsprechend das Level haben. Dann darauf angesprochen eben Tipp Nummer 2, was das Know-how angeht. Das Know-how-System, ich hatte es jetzt in den letzten Wochen über die Charaktere, die ich mir hochgezogen habe, habe ich das Know-how auf Maximum gebracht. Es ist aber so, dass das bei vielen noch nicht der Fall ist. Wie ihr das am schnellsten macht, ist halt entweder über die Plünderpunkte und die Ressourcen, weil ihr die Materialien reinspenden könnt, um die Sachen zu leveln. Was ich euch aber wiederum nicht so krass empfehlen würde. Da, ne, für das neue Gear, farmt euch, lasst euch die Materialien, macht das erst später in der neuen Season. Ansonsten gilt es, die Sachen zu spielen, die ganzen verschiedenen Waffen, diese auf das Experte-Level zu bekommen und dadurch die Know-how-Stufe hochzuballern. Ganz einfach auch noch ist, wenn ihr hier in den Countdown reingeht, das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, geht in den Countdown rein und lootet den ganzen Scheiß, der da droppt. Macht das Ganze klein, ne? Also markiert das mit einer Mülltonne und geht dann rein in das Know-how und macht allen Schrott spenden, ne? Da unten. Und so kriegt ihr das Know-how-Level auch recht zügig hoch. Das hilft euch natürlich dann später, wenn neue Waffen kommen, die euch interessieren oder neues Gear, dass ihr das entsprechend auf eine anständige Know-how-Stufe ballern könnt. Tipp Nummer 3. Sollte eigentlich, ich kann mich selbst nicht dran halten, großartig, weil ich bin nicht der Typ, der oft andere Charaktere ausweicht, weil ich habe alles gerne auf meinem Main-Char hier. Und zwar ist das die Kiste aufräumen. Ihr seht, dass ich bin kein Profi da drin. Ich habe 294 von 300. Ist aber auch bedingt dadurch, dass ich ein paar Exo-Items da drin habe, die ich erst in der Season öffnen möchte. Dazu kommen wir auch gleich. Und dass ihr eure Charaktere leergeräumt habt. Deswegen nehmt euch an mir kein Beispiel. Ich bin da der falsche Ansprechpartner für. Ich bin immer voll bis unters Dach. Aber schaut, dass ihr da ein bisschen Platz schafft für die neuen Items, die kommen. Dass ihr da ein bisschen mehr Platz habt zum Rumbasteln. So, angesprochen auf die ganzen Exos, die ich hier, wie gesagt, überall schön abgespeichert habe. In mehrfacher Ausführung bereit zum Kleinmachen. Es gibt einen Grund, warum ich die noch nicht klein gemacht habe und zu Exo-Komponenten verarbeitet habe. Und zwar ist es darum, ich habe auf dem PTS gespielt und ihr wisst ja, die vielleicht die neue Season-Reise, die läuft ein bisschen anders ab. Das heißt, ihr müsst eine Season-Reise machen, die in verschiedene Kapitel unterteilt ist und bekommt darüber Season-XP für den Season-Pass. Und schaltet die neuen Modifier frei. Auf die Modifier kommen wir noch in einem separaten Video
zu sprechen. Die möchte ich euch auch noch alle zeigen, genau. Und das Ganze ist so, dass es innerhalb dieser Season-Reise jeweils Aufgaben gab, wo ihr Exokomponenten sammeln müsst. Und da nicht nur 20 oder 30 Stück, sondern etwas mehr. Es kann natürlich sein, dass sich das zur Season selbst ändert. Ich persönlich denke aber, dass das definitiv drin sein wird. Und klar, um das dann schnellstmöglich zu erledigen, bietet sich natürlich an, wenn ihr Exos drin habt und wenn ihr dann die Aufgabe macht, die Exos dann klein macht und habt dann dadurch einen unschätzbaren Vorteil, ne, was das angeht. Deswegen, wenn ihr Exo-Waffen findet, die ihr generell nochmal klein machen würdet, dann spart sie euch auf für die neue Season und macht sie dann dort erst klein. So, und kommen wir zum letzten Tipp und zu einer Bitte tatsächlich, weil ich das Ganze auf dem PTS schon sehr, sehr geil fand. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass viele Gewehre haben einen sehr guten Buff bekommen und zusätzlich haben ja nahezu alle Gewehre die Möglichkeit bekommen, sie im vollautomatischen Modus abzufeuern. Das heißt, ihr braucht keine Angst mehr haben, einen Triggerfinger zu kriegen, sondern hier ne, sowas wie die M1A, CQB oder auch, ja, gehen wir hin. Ja, die Baker's Dutzend, die Welle, Ewiger Blick, Harmony, Künstlerwerkzeug, M1A Klassik, die M4 Leichtversion, die MK17 Militärversion, resolute MK47, die SIG 716, die UIC 15 Mod 2 und andere Varianten sind wirklich vollautomatisch jetzt. Und ihr glaubt gar nicht, was ein Unterschied das macht. Ich persönlich hätte mir gern gewünscht, weil es doch Leute gibt unter euch, die da keinen, nicht so einen Bock drauf hatten. Da hätte ich mir wirklich gern gewünscht, dass es eine Option gibt, zwischen einem Einzelfeuermodus und einem vollautomatischen hin und her zu schalten. Aber sei es drum, die sind vollautomatisch und das macht einen Heidenbock. Wenn ihr da noch keine guten gefarmt habt, ich bin selbst noch ein bisschen dran am Farmen. Ich will jetzt nicht Ressourcen verballern, um die zu craften. Das heißt, ich habe da noch ein bisschen was vor, die zu farmen. Aber im Idealfall wäre es ne, Gewehrschaden, Schaden durch kritische Treffer, Schaden gegen ungedeckte Ziele oder Rüstungsschaden schon drauf, sodass ihr die Talente frei wählen könnt, je nachdem, was ihr dann bauen möchtet. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Das wird richtig Bock machen. Bin gespannt, was ihr sagt. Und das war's eigentlich schon. Das waren so meine fünf Tipps von den Sachen, die ihr machen könnt bis zur Season 2.0. Ich freue mich wirklich auf die Season. Ich finde gut, dass das Event im Moment läuft für die ganzen Leute, denen ein paar Exos noch fehlen oder die Climax-Mission, die Vermächtnis-Mission noch nicht so gemacht haben und so. Da ist das okay. Aber die neue Season ist das, was ja, uns ein bisschen voranbringt und eventuell zeigt, in welche Richtung das DLC auch endlich mal mit neuem Content zu bieten hat. So, das war's von mir, Leute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.